Hast du dich schon mal mit den wissenschaftlichen Thematiken auseinandergesetzt, die absolut für die Sicherheit dieser neuen RNA-Impfstoffe spielt, oder war das bisher noch nicht so im Fokus? Entschuldige, wir sind Studierende. Und wir forschen an den Hochschulen selbst daran. Schau dir das an. War jetzt nicht ganz eine Antwort, aber vielen lieben Dank für die Gespräche, weil das ist ja leider heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass sich die verschiedenen Seiten auch einfach mal ganz ruhig unterhalten können. Und deswegen darf man dir die Hand geben. Du bist doppelt geimpft, gehe ich von aus. Ich würde lieber nicht. Bitte? Lieber nicht, aber lieber nicht. Aus gesundheitlichen Gründen oder aus politischen Gründen? So, hinter uns das Gegenprogramm. Eine Handvoll Leute, die sich hier auf dem Antifa-Protest zusammengefunden haben. Nun, ich finde das interessant, wie wirklich beide Gruppen hier stehen. Ja? Aber das zeigt genau unser Bild in der Gesellschaft. Jeder schreit nur noch und niemand hört mal gegenseitig zu. Und das ist genau das, was ich mir wünschen würde, dass man halt wirklich wieder auf den Dialog geht. Diese Seite, muss ich sagen, ist eher auf den Dialog aus als hier hinten. Und das macht mich traurig. Gerade weil ich halt auch Sozialdemokrat bin, weil ich SPD-Mitglied bin. Und meine Frage wäre da, warum diese Ziele mit Negativität durchgesetzt werden. Also man merkt ja auch, die Musikstil, der ist ja eher dominant. Und das ganze Auftreten ist ja eher so, dass man die Gegenseite niedermachen will. Vielleicht können wir ja mal ins Gespräch kommen mit einem von denen. Wollen wir einfach mal nachfragen. Hier gegenüber sind ja die Studenten, die sich zum Beispiel gegen die 2G- und 3G-Regelung an Universitäten einsetzen. Was hältst du von der Thematik? Notwendig ist, damit wir alle in Sicherheit studieren können. Alle, denen es nicht möglich ist, sich impfen zu lassen, die vielleicht gute Gründe haben. Zum Beispiel Angst vor der Impfung, zählt das? Es ist für jeden selbst überlassen. Naja, aber wenn ich studieren will, ist es ja nicht mehr mir selbst überlassen. Wenn ich mir zum Beispiel die Tests, die ja jetzt kostenpflichtig werden, nicht leisten kann. Dafür setzen wir uns ein, für alle, die sich eben nicht impfen lassen können, dass sie bis zum Ende des Jahres haben wir es bisher durchgesetzt, dass die Tests weiterhin kostenlos sind. Und wir setzen uns dafür ein, dass es eine Präsenzuni gibt. Wir setzen uns aber auch dafür ein, dass alle das in Sicherheit machen können. Und dass sonst keine anderen Studis mehr ausgeschlossen werden. Weil das werden sie. Und dass sonst keine anderen Studis mehr ausgeschlossen werden. Weil das werden sie. Wenn sie die 3G-Regelung nicht einhalten können, dann gefährden sie sich und ihre Lieben. Thema Antifaschismus. Ich habe letztens erst einen Beitrag gelesen, dass die ersten Schulen für Kinder, aber auch Universitäten, anfangen, die Geimpften zu markieren. Was hältst du von dieser Idee? Das ist den Hochschulen selbst überlassen. Das muss in der Haushandlung mit allen Hochschulangehörigen entschieden werden. Thema 2G gibt es auch die ersten Universitäten. Das heißt, da ist dann eine direkte Impfpflicht, wenn du eben studieren willst. Wenn das notwendig wird, weil die Tests beispielsweise nicht mehr durchgeführt werden, dann kann es teilweise nur so möglich sein. Weil es muss sicher sein. Ihr habt alle das Recht dazu. Ihr könnt euch kostenfrei impfen lassen. Ihr könnt euch darüber belesen. Ihr könnt im wissenschaftlichen Diskurs damit stehen. Und es gibt schon Tendenzen, beweisen, dass das nicht mehr weiter verbreitet wird, das Coronavirus. Und es ist keine Möglichkeit, mit rechten Tendenzen zusammen zu demonstrieren. Ist es verboten, rechts zu sein, als kleine Frage? Oder ist es nur einfach nicht deine Meinung? Es ist nicht menschlich, es ist nicht human, rechts zu sein. Wir sollten aus unserer deutschen Geschichte lernen. Was alles schon aus rechten Ideologien herausgestammt ist. Wir sollten solidarisch mit Menschen eingehen. Die rechte Ideologien vertrete ich nicht und die sollten auch nicht in einer Demokratie vertreten werden. Ja, schade, weil dann werden ja sehr viele Menschen, die eine andere Meinung haben, nicht mehr vertreten. Sei es drum, kleine Frage. Wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen möchten und gemeinsam... Deswegen, das machen wir gerade, das ist super, finde ich übrigens sehr klasse. Ganz gut. Auch wenn wir vorher natürlich abgehalten worden sind, da kam irgendwie eine Frau, ich weiß nicht, was sie für eine Aufgabe hier hat. Sehr cool, dass du heute dabei warst. Eine abschließende Frage. Du hast sehr viel von Sicherheit geredet. Ich kenne da das Zitat, wer Sicherheit für Freiheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Aber eine argumentative Frage. Wenn du jetzt zum Beispiel zweimal oder in Zukunft 3-4 Mal geimpft bist, warum machst du dir Sorgen vor einem anderen Studenten, der dann ungeimpft ist? Ich mache mir da nicht Sorgen für eine einzige Person. Ich mache mir Sorgen um eine Bewegung, die die Gesundheit gefährdet, die meine Kommilitonin beispielsweise, die ein neues Herz bekommen hat, das nicht ermöglicht, studieren zu können.
ja, weil sie zu große Angst hat, sich anzustecken und daran zu sterben. Und dafür mache ich mir Sorge. Und Tod ist auch keine Freiheit mehr. Das ist etwas ideologisch. Wenn der weiterhin vertragen wird, dann ist es auch keine Freiheit mehr, weil dann geht es an die gesundheitliche Selbstbestimmung der Menschen und die sollte man respektieren und tolerieren. Okay, super. Ja, Toleranz. Ich denke, darum geht es, glaube ich, auf beiden Seiten tatsächlich. Es ist nicht menschlich, es ist nicht human, recht zu sein. Aber nur habe ich eher die Gedanken, dass hier die Menschen stehen, die euch tolerieren als Geimpfte. Und ich habe hier eher das Gefühl, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus zum Beispiel gesundheitlichen Gründen, also nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach, weil sie es nicht... Ah, okay, weil das habe ich schon öfter gehört, dass das eher sowas wie, wir impfen euch alle und impfen, die Ungeimpften werden gejagt. Kann, aus gutem Grund. Ja, zum Beispiel aus Angst vor dieser Impfung, aus Sorge vor Nebenwirkungen oder auch aus generellem moralischem Aspekt, dass man hier ja Menschen erpressen will mit einem Impfstoff, den sie gar nicht wollen. Und diese Erpressung finden viele sehr unfreiheitlich und bei diesem System wollen sie einfach nicht dabei sein. Sie sollen nicht erpresst werden, aber es sollen die möglichst große Herzen passiert gerade. Dass nicht noch mehr Menschen sterben müssen und dass nicht noch mehr Intensivstationen überlastet sind. Erst waren ja die Gesundheitsmitarbeiter zum Beispiel unsere Helden. Man hat sie beklatscht und gesagt, jawohl, danke euch. Jetzt feuert man das Gesundheitspersonal, welches sich nicht impfen lassen möchte. Ist das für eine Pandemie nicht eigentlich eher kontraproduktiv? Wenn das Gesundheitspersonal gefeuert wird, was sich nicht impfen lassen möchte? Genau, weil es dann eine aktive Impfpflicht gibt. Naja, gerade bei Gesundheitspersonal ist ja diese Gefahr sehr groß. Und wenn das bei Gesundheitspersonal die Frage ist, wenn man eben impfen lassen kann sich, dann sollte man das auch tun. Es ist ein mRNA-Wirkstoff, der ist ungefährlich. Es gibt schon genug Studien. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, dass er ungefährlich ist. Und dafür sollten wir uns gegenseitig impfen lassen, um solidarisch zu bekunden, dass wir füreinander einstehen. Und dass wir auch die Studis einschließen, die in einer Risikogruppe sind. Hast du dich schon mal mit den wissenschaftlichen Thematiken auseinandergesetzt? Die absolut für die Sicherheit. Dieser neuen mRNA-Impfstoffe spielt oder war das bisher noch nicht so im Fokus? Entschuldige, wir sind Studierende. Wow. Ich denke da drüben auch. Und wir forschen an den Hochschulen selbst daran. Schau dir das an. Ja, war jetzt nicht ganz eine Antwort, aber in Israel wird mittlerweile die vierte Impfung vergeben. In Deutschland sind wir mittlerweile bei Nummer 3, was die Senioren angeht. Wie oft würdest du dich in Zukunft impfen lassen? Das lässt sich ganz auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse beruhen. Wenn es dann heißt, pro Jahr 2 bis 4 Impfstoffe, dann wäre das der wissenschaftliche Konsens und dann würdest du das auch machen? Ich denke nicht, dass es so passieren wird. Wenn das glaubhaft ist und ungefährlich ist, wie es gerade ist, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Dann vielen lieben Dank für die Gespräche, weil das ist ja leider heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass sich die verschiedenen Seiten auch einfach mal ganz ruhig unterhalten können. Und deswegen darf man dir die Hand geben. Du bist doppelt geimpft, gehe ich von aus? Ich würde lieber nicht. Bitte? Lieber nicht, aber lieber nicht. Aus gesundheitlichen Gründen oder aus politischen Gründen? Ich weiß nicht, ob die Hygieneregeln gut eingehalten werden. Nichts gegen dich, komplett nicht. Ich wasche mir ab und an die Hände. Ja, das klang jetzt nicht so safe für mich. Von daher, okay, bis dann. Jawohl, gleichfalls. Tschüss. Ja, hier auch die Frau im Hintergrund, die halt eher weniger Lust hatte, dass man sich hier unterhält. Wir haben es trotzdem geschafft und ich denke mal, war doch ein voller Erfolg. Jetzt brauche ich erstmal einen Schluck Wasser. Habe ich es aber trotzdem noch geschafft, die eine Demonstrantin da anzusprechen und dann kam man auch ins Gespräch. Klar, komplett unterschiedlicher Meinung, ist auch in Ordnung, aber man konnte miteinander reden und das fehlt leider. Ja, richtig. Und deshalb, also ich bin wirklich sehr stark für Demokratie und das ist halt das, was uns wirklich fehlt und was innerhalb dieser Corona-Pandemie und dieser Zeit, die wir hier gerade durchleben, wirklich echt verloren gegangen ist, dass wir miteinander reden und dass es eine Gesamtheit dafür gibt, die Gesellschaft und die Politik für alle lebens- und wert zu machen, dass wir alle zusammen in einem Staat leben können. Und das ist halt wirklich abhanden gegangen. Und genau um diesen Zustand wieder herzustellen, wo man miteinander reden kann, darum geht es uns. Auch in diesem Video, trotz dem ein oder anderen Spaß, der eingebaut war, möchte ich mich auch bedanken bei der Gesprächspartnerin, die mir zwar nicht die Hand geben wollte, dessen Namen ich auch nicht weiß, aber falls du siehst, nimm mir die Scherze nicht übel. Und an alle da draußen kann ich nur empfehlen, ab und an einfach mal ganz gelassen an die Sache ranzugehen, wenn man in so einem Gespräch drin ist und sich nicht zu sehr auf sein eigenes Weltbild zu verharren von wegen, ach, ich habe doch eh recht, was soll ich da jetzt diskutieren und die hat doch keine Ahnung. Klar, kann man machen, aber wenn man zu einem menschlichen Miteinander kommen will, dann doch lieber in einer gelassenen Art, wo man argumentativ argumentiert. Ich glaube, ich mache mal Schluss für heute und damit lasst gerne noch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und am 31.10., ja, da hängt dann hier hinten an diesem Kleiderbügel unsere neue Kollektion, also nicht die ganze, es sind nämlich 3 Modelle, die werden da nicht hinpassen. Nichtsdestotrotz, ab dem 31.10., also noch genau 10 Tage, auf ketzerderneuzeit.de. Damit verabschiede ich mich und bis ganz bald. Ciao, ciao.